Servus liebe KISS-Kinder und willkommen zurück zur Challenge des Tages. Nachdem wir gestern gemeinsam das Glockenspiel gespielt haben, spielen wir heute ein neues Spiel und zwar Pinsette. Wie das Spiel funktioniert, das zeigen euch auch heute der Lukas und der Ruffer. Was braucht ihr dafür? Zum einen Flaschendeckel. Am besten gleich viele von zwei verschiedenen Farben. Hier haben wir gelbe und grüne. Und dann Wäscheklammern, um die Flaschendeckel zu transportieren. Und dann geht's auch schon los. Hier haben wir zwei Parcours aufgebaut. Die sehen ähnlich aus wie aus dem Transporterspiel, aber hier sind es zwei, die gleich aussehen. Einmal für Team Gelb und einmal für Team Grün. Es reicht, wenn jedes Team aus einem Spieler besteht. Hier spielt Lukas gegen Rafa. Die Aufgabe ist es jetzt, durch den Parcours zu laufen mit der Wäscheklammer in der Hand und am Ende des Parcours den Flaschendeckel seiner Farbe mit der Wäscheklammer zu nehmen und durch den Parcours zurück zu transportieren. Wer das als erstes geschafft hat, der gewinnt. Die beiden hier geben ganz schön Gas. So sieht das aus. Einmal greifen und dann gleich wieder zurück. Da wird sich nichts geschenkt. Jetzt sind nicht mehr viele Deckel übrig. Ich glaube, Lukas hat den letzten dabei und gewonnen. Perfekt. Danke euch zwei und euch ganz viel Spaß beim Nachspielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.